Ja, das habe ich ja vor, Quest. Genau das habe ich vor. Sonst würde ich ja nicht hier hochkommen. Mehr kann ich nicht tragen. Dass ich hier so viel Zeugs bekomme in Richtung Widerstand, ist nicht gerade gut. Wahrscheinlich habe ich hier einen Versänger und irgendwelche Grauhabichte, wa? Hüterin, Urea sagt, ich soll an den Prüfungen teilnehmen. Urea, ja? Ah. Sie hat noch nie jemanden geschickt. Und welchen Grund hat dein Training? Das frage ich jeden Banuk, der zu den Prüfungen will. Ich fordere Aratak heraus, um Häuptling des Verax zu werden. Dann mach dich besser bereit. Schade, die Maske ist leider nicht runter. Naja, was soll's. Stimmt, hat die Jäger... Nee, die Jägerloge hat hier wahrscheinlich mit denen gar nichts am Hut. Willst du mehr zu den Prüfungen wissen, dann erkläre ich sie dir. Kontrollprüfung, Ansturmprüfung, Häuptlingsprüfung, was? Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit, die Macht der Sturmschleuder zu nutzen. Nur die Klügsten verstehen diese Schamanenwaffen und nur die Mutigsten nutzen sie. Ah ja. Ich zähle, wenn du unten angekommen bist. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Gut, dass ich die Waffe nicht verkauft habe. Kann ich mir eventuell noch hier so eine Tasche herstellen oder so, damit da ein bisschen mehr Munition drin ist? Wo kann ich das eigentlich machen? Ach so. Oh, dieses Menü manchmal. Da war's. Oh, Eichhörnchenknochen. Okay, klar. Wie viel kriege ich dafür? 12, okay. Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Und was genau soll ich jetzt hier machen? Einfach nur betäuben oder was? Erledige Maschinen mit der Sturmschleuder. 6 Maschinen, ein Verwüster. Das ist nicht eine Waffe, die ich benutzen will. Oh Gott, ist das eine miese Waffe. Oh hey, da habe ich ja eine große Mieze gerade angelockt, wohl. Wie viel Zeit habe ich? Oh, 55 Sekunden nur, was? Oh, warum hat sie denn nur 5 Schuss? Das war vielleicht eine doofe Idee. Sag mal, läufst du mir nur hinterher oder willst du mich auch irgendwann mal töten? Ha! Shit! Okay, daran merkst du auf jeden Fall gerade, diese Aufgabe ist nicht dafür gemacht, auf ultra schwer gemacht zu werden. Weil die kleinen Maschinen mit der Waffe vernichten, ja, das geht ohne Probleme. Die große Maschine kannst du wahrscheinlich komplett vergessen. Oh Mann. Warum hat die denn nur 5 Schuss? Warum hat die nicht 10 oder 15? Ach, jetzt muss ich die Waffe ja wieder reinholen. Ja, super. Kann
ist ja meine Super-Quest. Ach komm, nee, weißt du, die Quest hier mache ich auch dann nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Das ist mir ein bisschen zu doof. Die nächste eventuell dann vielleicht wieder auf einen höheren. Die Prüfung läuft. Wait, what? Okay. Okay. Cool, die Prüfung läuft noch, das ist schön. Okay, das ist jetzt aber wirklich verdammt easy. So. Jetzt mal einen richtigen Schwierigkeitsgrad wieder einstellen. Ja, ich will nicht in dem Fotomodus drin bleiben. Ah, was ist denn die nächste Quest? Hoffentlich eine, die nicht etwas mit dieser komischen Schamanenwaffe zu tun hat. Weil die ist irgendwie nicht gerade wirklich brauchbar. Gleich beim ersten Versuch. Und dabei sah es auch noch leicht aus. Ja. Ich schwöre aufs Eis. Du bist ein wahrer Banuk-Champion. Nee, nicht wirklich. In der Ansturmprüfung stellen sich Jäger Ebbe und Flut des Kampfgeschehens. Maschinen kommen in Wellen in die Arenen rein. Sei geschwind. Strategisch. Nur so kannst du sie alle besiegen, ohne überwältigt zu werden. Sag das mal den einen Jägern, die einfach wie Rambo da reingegangen sind und um sich herum dann einen Zoo hatten. Rutsch am Seil in die Arena, dann fangen wir an. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Ich habe einen Champion erschlagen. Das sollte sie zum Reden bringen. Ich wette, man kennt mich schon in ganz Sangesgrund. Zeit, Aratak herauszufordern. Was? Wie, die eine Prüfung hat jetzt ausgereicht? Das glaube ich dir aber überhaupt nicht. Das glaube ich dir aber sowas von überhaupt nicht. Ich schmeiß mal das wieder rein. Wobei, ich habe kaum Lohe. Das wird sowieso nicht gespeichert, darf ich dann also, wenn ich dann sterbe, dann wieder machen. Was genau soll ich jetzt? 3 Minuten 30 habe ich Zeit. Oh, oh. Entweder sehr großzügig oder ein sehr langer Kampf. Wenn ich so gerade spiele, wie ich jetzt gerade mache, dann ja. Kriege ich die 3:30 gut hin. Oh klar, ich laufe auch noch rein. Oh, das sind solche Dinger. Die kann ich nur von vorne anschießen, glaube ich. Und ich habe keinen einzigen getroffen. Ja, geil. Oh, 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 oh. Okay, okay, cool, cool, cool. Sehr nice. Immerhin. Schokobo ist wieder da. Verdammt. Ist das nochmal Holz? Oh, das ist nochmal Holz. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Okay. Ich mach einfach mal. Ja, super. Und natürlich kommt keiner von euch hoch. Das ist echt nett von euch. Ich werde aber dafür gerade von den... Oh, Mann. Warum kommt keiner?
war jetzt wahrscheinlich eine ziemliche Zeitverschwendung. Ach klar, direkt vor meiner Nase. Das ist aber nicht gerade fair. Die sind einfach vor meiner Nase gespawnt. Zaba! Das Spiel gibt gerade einen Scheiß auf Fairness. What? Ich bin immer noch nicht fertig. Ich muss die Arena nochmal machen, wa? Oder wer weiß, vielleicht reicht das auch schon aus, wenn ich das einfach nur auf Silber hab. Was kommt als nächstes? Vielleicht brauche ich die Falle. Ich habe die Aggro von dem Gegner, aber der greift nicht an. Das ist ja mal super. Und noch mehr. Und noch mehr, oh Mann. Wie willst du das denn in 3,30 hinbekommen auf ultraschwer? Das geht wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich glaube, die ganzen Jägerprüfungen sind nicht unbedingt wirklich dafür gemacht, dass man die auf ultraschwer macht. Die Quests kannst du machen, aber alles andere sollte man wahrscheinlich lieber nicht darauf machen. Dem Schwierigkeitsgrad. Ach komm. Langsam nervt's. Noch einer? Oh. Ja klar, gib mir jetzt auch noch einen Verwüster. Ich habe ja sonst keine Probleme hier gerade. Wo zum Geier bin ich hier gerade? Hast du gerade versucht, dich selbst zu killen mit den ganzen Holzblöcken? Beziehungsweise Holzstämmen? Die Knarre, ich erkenne die kaum. Oh, hi, wie geht's denn so? Offensichtlich nicht sehr gut. Oh.
Ach, die ist jetzt abgeschlossen. Nach 7 Minuten. Oh Gott. Oh Gott. Ja, sag ja. Ich glaube, die ganzen Prüfungen auf ultra schwer zu machen, ist nicht gerade sehr intelligent. Hätte mir wahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit sparen können, wenn ich die ganzen anderen Prüfungen auch auf irgendeinem niedrigeren Schwierigkeitsgrad gespielt hätte. Jetzt kannst du die ganzen Viecher nicht mal richtig hier looten, weil die teilweise hier in der Wand drin stecken. Was steckt hier eigentlich in der Wand drin? Ist das so ein Langbein? Keine Ahnung, man erkennt's kaum. Das nehme ich mit. Kann ich von hier oben wieder runter oder muss ich wieder zurücklatschen? Ah ja, hier gibt's einen schnellen Weg nach unten wieder. Dritter Platz beim ersten Mal. Was stimmt? Man sollte dich nicht unterschätzen. Diese Prüfung ist die gefährlichste in den Schneewehen. Nicht alle Häuptlinge bestehen, aber nur sie haben Zugang. Und wait, what? Diese Prüfung ist die gefährlichste in den Schneewehen. Ach so, okay. Das kann ich also nur machen, wenn ich ein Häuptling bin. Oh. Genug Prüfungen, erstmal. Komm jederzeit wieder. Aber dann hat die eine Prüfung schon ausgereicht, also. Okay, cool. Deswegen hat das dann Aloy gesagt, dass sie scheinbar wohl in ganz Banuk oder was weiß ich, wie der Ort nochmal hieß, bekannt sein soll jetzt angeblich. Das bezweifle ich aber, weil ich muss ja noch hier unten hin, oder nicht? Oder... No, wait. Es ist wirklich jetzt fertig? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Für den Verak. Aloys einzige Chance, Zugang zum Donnerkamm und dessen Geheimnisse zu erlangen, ist Aratak zu einem Jagdwettkampf herauszufordern. Der Sieger erhält die Führung über den Verak und Zugang zum Berg. Ach, wie, was, wie? Ich hab mich jetzt bewiesen? What? Dann hätte ich jetzt rein theoretisch einfach nur die Jägerprüfung machen müssen, oder wie, oder? Oh, ja, super, ja, pff, nö. Ich gehe jetzt hier oben hin. Wie kann ich die Quest aktivieren? Ah, da, jetzt. Ich hole mir mal ein Upgrade für mein Speer ab. Oh, Mann. Ist nicht dein Ernst. Ich kann das jetzt irgendwie nicht glauben, dass ich nur einfach eine einzige Jägerprüfung hätte machen müssen. Das ist doch kein Beweisen. Naja, was soll's. Was soll's, umso schneller hat man die Quest abgeschlossen. Oh, eine Frostklaue. Da latscht wieder so ein Eisbär. Hat der mich gesehen? Naja, ich weiß nicht, was mich gesehen hat, aber falls mich irgendwas gesehen hat, hat es irgendwas anderes angegriffen. Das muss die Höhle sein, von der Schamane sprach. Sieht tief aus und auch nicht natürlich. Was hat ihr das gesagt? Das Metall nur Äußeres? Und wie komme ich da jetzt rein? Einfach runterspringen? Ne, hier kann man runterklettern, okay. Aber hier unten ist irgendwo ein Pirscher. Ich sehe aber leider nicht, wo einer sein könnte. Kann ich die zerstören? Nicht wirklich, ich kann sie auslösen.
Oder ist der Pirscher hier oben? Scheint wohl nicht hier oben zu sein. Einer der Metallvögel. Oh, Pilze! Ich find's gerade nicht gut, dass ich den Pirscher noch nicht gefunden habe. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Wo ist der Pirscher? Muss so einen Grund gehabt haben, dass da unten die Dinger sind, die Minen. Oder beziehungsweise diese Signaldinger da. Ist das eine Schaltfläche, die man drücken kann? Ach, hier kann ich klettern. Hier könnte etwas sein, das mein Fokus erkennen würde. Ja, aber erstmal gehe ich klettern. Und wie komme ich da hinten zu dem lila Teil? Keine Ahnung. Wahrscheinlich damit. Ich bin doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Was sind dies? Ach so, ist eine Tierfigur wieder. Ich muss nur da hoch. Da ist das Türschloss. Ich muss es einstellen. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Okay, ich dachte, ich würde jetzt irgendwie Informationen bekommen, die wichtig sind für das Schloss, weil das, was mir angezeigt wird, nicht das ist, was das sein soll. Scheint wohl doch so zu sein. Naja. Das wird zu schwer. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Na, schwerer Terrorakt. Wie beispielsweise die Apokalypse. Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Was habe ich da eigentlich für komische Bombe da links an der Hüfte? Das sieht aus wie diese riesengroßen Perlenketten. Das sieht aus wie irgendwelche riesengroßen Perlenketten. Right, that. Schmeiß ihn raus? Oh, Text. Apropos Text. Ich habe gesehen, dass offenbar hier diese Audiodateien scheinbar
hier wesentlich mehr Text haben, was ich nicht gerade so toll finde. Warum wird das denn da alles da wieder schon wieder versteckt hinter dem eigentlichen, hinter den eigentlichen Kram? Quatsch, wie wollt ihr gerade sagen? Warum wird das nicht alles quasi erzählt und wird einfach dann wieder hinter dem, was man hört, einfach versteckt? So ähnlich wie jetzt zum Beispiel diese Panoramen, wo dann ein bisschen irgendwas erzählt wird, aber der eigentliche Text steht dann wiederum hier in dem Notizbuch drinne. Naja, was soll's. An Kenny Chao von Harris Bonner betreff, schmeiß ihn raus. Kenny, ich verstehe es, ja, okay? Wirklich. Faro ist Förderer von Firebreak. Blevins ist Faros Schoßhund. Alle kriechen sich gegenseitig in den Hintern. Bla bla bla. Aber wenn du Blevins erlaubst, vor Ort zu bleiben, dauert die Installation doppelt so lange, wie das Budget reicht. Und ich weiß nicht, wie tief die Taschen von Firebreak sind, aber definitiv nicht endlos. Wir haben gerade die gesamte Flotte neu kalibriert. Die gesamte Flotte, Kenny. Und du fragst dich bestimmt, warum? Oh, Kenny, gut, dass du hypothetisch gefragt hast. Blevins war mit der Grundverhaltensroutine der Sicherheitsdrohnen unzufrieden. Du weißt schon, die, die er selbst ausgesucht hat. Nicht aggressiv genug, meinte er. Ihm wäre nicht mal ein Rottweiler auf einer Interkontinentalrakete aggressiv genug. Also haben wir etwas Kampfverhalten hinzugefügt. Und das war echt nicht einfach. Und sie somit quasi kriegsbereit gemacht. Überleg dir das nochmal, Kenny. Kampfdrohnen mit allerneuester Technik in der verlassenen Wildnis. Nur damit Blevins auf Kosten von Firebreak Krieg spielen kann. Ich flehe dich an, Kenny. Finde einen Weg, ihn vom Hangar fernzuhalten. Bitte. Okay. Da wollte jemand wohl noch Krieg spielen? Und das kurz vor der Apokalypse. Geht's da hoch? Da geht's hoch. Wait, aber warum sollte ich da hoch? Fokus weiterhelfen? Scheinbar wohl nicht. Das war da ein Weg? Nein, das ist nur eine Lampe. Kann ich nicht einfach den Jet starten? Warte mal. Oh. Da ist was am Jet. Was das? Montageschiene. Das brauche ich. Ach, das habe ich gesucht. Das sollte leicht abgehen. Ja, und jetzt? Ich zeige das dem Schamanen in Sanges Grund. Schade. Geht das gerade nicht, weil der Aggro hat? Ich versuch's nochmal. Okay. Scheinbar muss ich den jetzt entweder besiegen oder hier raus. Ja, super! Aus nächster Nähe auch noch verfehlt. What? Hat er nie volle Gesundheit gehabt? What? Der ging auch schnell? Au! Was hast du denn bitte für eine Pranke?
Seit wann kannst du mich instant killen? Erwischt. Okay, du hast mich mit irgendwas getroffen, weiß der Geier mit was. Sag mal! Bin ich jetzt plötzlich zu doof zum Ausweichen oder wie oder was? Ja, klar. Schon wieder aus nächster Nähe verfehlt. Sag mal! Geht doch. Was war da das Problem gerade gewesen? Na, noch mehr Pilze. Das sind noch mehr Pilze. Weiß der Geier warum, aber die geben so verdammt viel Heilgedöns wieder. Das soll also meinen Speer verbessern, ne? Ah ja, ich musste jetzt also unbedingt raus aus diesem Jet-Hangar. Nur damit ich dann den nächsten Questabschnitt abgeschlossen habe und dann mich porten kann. Oder wieder was. Wenn dem so ist, macht das aber nicht gerade sehr viel Sinn, weil wenn ich mich einfach rausgeportet hätte, hätte ich doch den Questabschnitt auch abgeschlossen. Oder hätte das Spiel das nicht erkannt? Naja, wobei, wer weiß. Manche Spiele sind wirklich so doof, wo du dann wirklich ganz bestimmte Sachen hast machen müssen, weil da irgendwelche Trigger waren, die du dann aber einfach nicht dann... Ja, nicht bestätigt hast, nicht berührt hast, damit sie dann aktiv werden und dann heißt dann auf einmal, ja, sorry, du musst wieder kilometerweit durch die Gegend latschen, um dann wieder zurück zu dem Punkt zu kommen, wo du zuvor warst, damit du dann den Triggerpunkt aktivierst und dann kannst du dich wegporten, um dann die Quest abzuschließen. Oh, sowas ist dann richtig bescheuert. Das war, glaube ich, auch nur bei älteren Spielen, glaube ich, so gewesen. Ich glaube, bei neueren ist es nicht mehr so. Zumindest fällt mir gerade kein neueres ein, was so ist. War Kamut der Typ gewesen? Kamut war der Typ da unten gewesen bei der heißen Quelle. Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen und du... Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher.
Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt auch meinen Speer verbessern. Okay. Hört sich nice an, dass ich mein Speer jetzt modifizieren kann. Klar, und ich bekomme ein blaues Teil. Ist ja nicht so, als hätte ich im Verlaufe des Spiels schon mehrere epische bekommen. Ne? Ist überhaupt nicht der Fall. Oh, ich kann zwei sogar reinsammeln. Okay. Aber nur der Speerschaden wird erhöht. Mehr nicht? Mein okay, mehr Speerschaden. Wait a second, Epsilon? Hier ist irgendwo noch eine Brutstätte. Wo? Wo ist hier eine Brutstätte noch über? Hier ist auf jeden Fall ein Banditenlager noch über. Warte mal, kann ich den Filter so machen, dass der nur alle Symbole ein aus, weg damit, Brutstätten. Hoffentlich zeigt er mir auch Brutstätten an, die ich noch nicht gefunden habe. Okay, wait a second. Ich habe 4 Brutstätten. Aber die 5. fehlt. Zeigt er mir doch nicht alle an. Wo ist die Brutstätte? Ist das irgendeine geheime Brutstätte oder wie oder was? Oh. Sie? Sind so viele Icons, da meint man jede Sekunde, oder ist es bestimmt gewesen und hast es dann übersehen. Irgendwie meine ich, dass hier oben wohl eine sein muss, aber leider steht ja da nichts. Was ist das? Sigma. Oder hier. Nee, ich sehe gar keine. Hä? Wo ist dann Y? Ach, vielleicht ist Y irgendwo hier? Maybe. Könnte möglich sein, dass Y eventuell vielleicht irgendwo hier ist. Weil warum halt nicht, ne? Hier gibt's ja neue Maschinen, von daher sollte es dann eventuell dann hier oben irgendwo sein. Na gut, was ist das hier gewesen? Das ist fordere Aratak heraus. Ja klar, warum nicht?